Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich das Programm gewechselt, denn wir brauchen jetzt keine Tabellen mehr. Wir werden jetzt nur noch rechnen. Ha! Nein, war nur ein Spaß. Also so schlimm ist es nicht. Es ist wirklich eigentlich recht angenehm zu machen und es massiert die Gehirnmuskeln so ein bisschen. Also wie ich gesagt hatte letztes Mal, möchte ich euch heute zeigen, wie man aus der vollständigen Normalform diese wundervolle, kleine, hübsche, minimale Normalform haben kann. Das hier ist die Form, die man häufig haben wird und die vielleicht auch praktisch eher relevant ist. Das hier ist die Form, die man gerne haben möchte zum Lesen, damit man schnell weiß, worum es geht. Und es wird euch häufig passieren, dass ihr es hin und wieder einfach mal umrechnen müsst. Und deswegen zeige ich euch das heute. So, es gibt Rechenregeln, die wir schon hatten, aber die wichtigsten Rechenregeln sind hier eigentlich dieses Zusammenführen. Und zwar schauen wir uns einfach an, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier ein Nicht-A, wir haben ein Nicht-B und wir haben ein C hier drin. Und dann suchen wir uns einfach mal raus, okay, was habe ich denn noch so Ähnliches? Das nächstähnliche wäre, mit Nicht-A haben wir gar nichts mehr. Das heißt, wir bräuchten was, was A, Nicht-B, Nicht-C hat. Was A nicht B und C hat, das haben wir aber hier. So, und jetzt nehme ich diese beiden zusammen. Rein logisch vorgestellt heißt es jetzt, wenn A falsch ist und B falsch ist und C ist wahr, also wenn ich die beiden hier benutze, ich kopiere die gerade mal rum. Ups. So. Den Rest betrachten wir jetzt erstmal gar nicht. Also das hier. Wir betrachten jetzt nur die zwei. Und zwar heißt es, A ist falsch, B ist falsch, C ist falsch. Dann wird die Formel wahr. C ist wahr, dann wird die Formel wahr. Oder die zweite Möglichkeit, die wir haben, A ist wahr, B ist falsch und C ist wahr. So, aber hier hinten, nicht B und C ist ja genau dasselbe wie das hier. Und so findet man diese Tripel auch immer. Oder auch Tupel, da funktioniert es genauso. Man hat immer einen Teil, der gleich ist und dann eine Variable, die sich unterscheidet. Sprich, hier steht ein Nicht-A und hier steht ein A. Okay, und jetzt kann ich ja sagen, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, A falsch zu machen und B und C sind falsch und wahr. Und hier habe ich die Möglichkeit, A wahr zu machen und B und C sind genauso wie hier auch. Wenn ich aber A wahr und A falsch machen kann, dann kann ich die auch zusammenfassen und einfach reinschreiben, das hier. Nicht B und C, denn das ist genau dasselbe. Da ist drin, A kann falsch sein, A kann wahr sein, das ist uns völlig egal, wenn wir uns das angucken hier. Das ist dasselbe. So, jetzt schauen wir nach dem anderen Teil, nach dem hier hinten. Und da kann man, die Dinger sind ja eh assoziativ, kommutativ, alles Mögliche. Deswegen kann man die auch irgendwie kombinieren, wie man möchte. Aber da wir jetzt den Teil haben, schauen wir uns den nicht mehr an. Deswegen markiere ich den jetzt einfach mal rot. Okay. Jetzt schauen wir uns den anderen Teil an. Hier dieses Oder müssen wir uns auf jeden Fall kopieren. Ups. Okay, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Und ich merke gerade, ihr könnt es vielleicht gar nicht so perfekt lesen. Ich will ja nicht, dass ihr hier Vergrößerungsglas braucht, um die Videos zu gucken. So, was machen wir jetzt also hier? Wir haben, ich habe euch gerade gesagt, wir suchen nach irgendwas, wo genau ein unterschiedliches Zeichen drin ist. Also hier haben wir ein A, ein Nicht-B und ein Nicht-C. Okay, hier haben wir A, B und Nicht-C. Gut, das ist doch genau das, was wir suchen. A ist gleich hier A und A und Nicht-C und Nicht-C ist auch gleich. Das heißt, B ist unser einziger unterschiedlicher Buchstabe und den schmeißen wir raus. Einfach so, weg damit. Okay, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, daraus das B wegzumachen. Also steht hier nur noch oder A. Oh, jetzt habe ich eine andere Schriftart, warum auch immer. Naja, ist egal. A nicht C. So, das ist hier draus geworden aus diesen beiden Dingern. Jetzt haben wir aber noch weitere Möglichkeiten. Und zwar, wir können jetzt auch einfach den Teil hier hinten kopieren. Das wollen wir aber nicht. Wir wissen ja, am Ende haben wir nichts mehr mit drei Variablen übrig. Wir können aber auch einfach sagen, wir nehmen uns den Teil hier und benutzen ihn, ich markiere das hier auch mal rot,
und benutzen ihn mit was, was wir schon benutzt haben. Denn das ist ja immer noch genau gleichgültig. Ob ich jetzt den Teil hier zweimal benutze oder nicht, ist ja egal. Das ist ja verodert. Das muss ja eh. Es ist eh egal, ob das wahr ist oder ob das wahr ist. Wenn eins wahr ist, dann ist alles wahr. Okay, das bedeutet aber, ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt die hier benutze, also die Regel mit A, B, nicht C. Oder aber, hier sind zu viele Unterschiede drin, hier sind auch zu viele Unterschiede drin, aber ich kann auch die hier benutzen. Und jetzt heißt es, ich muss geschickt wählen. Das heißt, ich kann hier sagen, ich schmeiße das C raus, denn das ist die unterschiedliche Variable. Oder aber ich schmeiße das B raus, denn das ist die unterschiedliche Variable, wenn ich den Term hier nehme oder diese Klausel. Jetzt schaue ich mal, was ich hier bei mir finde. Ich habe hier die Möglichkeit, C rauszuschmeißen oder B rauszuschmeißen. Hier habe ich am Ende B und C, die ich benutze. Aber bei mir bleibt ja auf jeden Fall ein A übrig. Das A werde ich nicht los. Sprich, die beiden Terme kann ich dann nicht mehr zusammen mixen. Weil das A bleibt ja drin. Das heißt, das A geht halt nicht weg. Aber hier habe ich ein A und ein C. Das heißt, es wäre schlau, wenn ich jetzt das B loswerden würde. Und das Beispiel entpuppt sich als deutlich besser, als ich dachte. Aber es ist wirklich gut. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einfach A, B, C hin und mache das B raus, denn ich vermixe es mit diesem Term hier. Ich darf den ja einfach nochmal kopieren und direkt hinten dran schreiben. Denn es ist ja egal, ob der Term wahr ist oder ob der Term wahr ist. Wenn ein Term wahr ist, ist die ganze Gleichung wahr. Das heißt, ich darf den kopieren und darf die beiden miteinander verwurschten. Also A, B, C und A nicht B, C, beziehungsweise oder, wenn man es genau nimmt, mixe ich zusammen und daraus kommt ein AC. Also A bleibt gleich, C bleibt gleich, weil die sind ja hier die Variablen, die gleich geblieben sind. So, und jetzt kann ich dasselbe hier nochmal machen, indem ich hier einfach diese beiden Terme zusammenwurschtel. Wie gesagt, mit dem hier kann ich nichts mehr machen, da ist fertig. Das heißt, den muss ich einfach wieder hinschreiben. Ups. Aber hier kann ich alles rausschmeißen, außer dem A. Also dieses Nicht-C und dieses C hier, die unterscheiden sich ja. Und es ist nur eine Variable, die sich unterscheidet, sprich, ich kann es rausschmeißen. Okay, und damit bleibt übrig das hier. Und das kann ich definitiv nicht mehr kleiner machen, weil jede Variable kommt nur noch ein einziges Mal vor. Ja, es sei denn, ich habe natürlich hier noch sowas wie oder A oder sowas am Ende stehen, dann kann ich noch kleiner machen, aber das haben wir hier nicht. Und das heißt, das ist die kleinste Form, die wir finden können und das ist genau das hier, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wunderbar, jetzt wisst ihr, wie man von einer riesigen Formel auf eine Minimalformel kommt. Und das hier mache ich auch mal wieder raus. Gut, das zweite, was ich euch heute noch zeigen wollte, ist, wie komme ich von einer konjunktiven Normalform auf eine disjunktive Normalform oder umgekehrt. Und dazu möchte ich euch bitten, für das Beispiel, was ich euch im letzten Video bzw. auch hier jetzt gezeigt habe, einfach mal selbst zu rechnen und ich zeige es euch an einem kleineren Beispiel, weil sonst sprengt das den kompletten Rahmen. Das dauert nämlich leider sehr, sehr lange. Okay, fangen wir also an. Wir nehmen eine Formel, eine g von a und b, mehr nicht. Und jetzt haben wir hier, sagen wir mal, a, hier ist es oder, A oder B, ups, und A oder nicht B. Jetzt bräuchte ich noch ein nicht B. So, ups. Okay, genau, und jetzt wollen wir hier raus eine, also wir haben jetzt eine disjunktive Normalform gegeben und eine konjunktive Normalform gegeben und wir wollen eine disjunktive Normalform jetzt draus machen. Das bedeutet, wir müssen es umformen und das machen wir wie folgt. So, wir sagen, okay, wir multiplizieren sozusagen aus, wie in Mathe auch. Hier steht ja ein und sozusagen, das kann man sich da reindenken. Und wir sagen jetzt hier, okay, A oder B und A oder nicht B. Naja gut, wir haben auch im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wir könnten ja auch einfach eine Wahrheitstabelle aufstellen, aber wenn wir da fünf Variablen haben, dann wird es ein bisschen viel. Deswegen sagen wir, wir multiplizieren aus. Wir schieben diesen kompletten Term hier rein,
Also sagen wir, und jetzt werde ich tatsächlich doch nochmal dieses und benutzen. Wir kopieren einfach das hier. Und ich schnapp mir ein und. Ich müsste da kurz warten. So, und. Und. Okay. Und jetzt kopieren wir uns den Term, wie beim Ausmultiplizieren auch, und hängen den da hinten dran. So. Und dann wissen wir ja, dass und stärker bindet als oder, aber wir können auch einfach hier eine Klammer drumherum machen. Dann ist es eindeutiger. So. Und jetzt haben wir was ganz anderes. Hier war vorher ein und dazwischen. Upsala. Wieder kein und. Jetzt habe ich's. Hier war vorher ein und dazwischen und jetzt haben wir als äußerstes Element ein oder stehen. Das heißt, wir haben schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber noch nicht ganz. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen weiter ausmultiplizieren und deswegen kopieren wir uns dieses a und multiplizieren das wiederum aus, sozusagen. Und sagen hier, okay, a oder a und b. Nicht B. Und deswegen einfach mal hier wieder die uns rausschmeißen. Das wird dann wieder ein bisschen übersichtlicher. So, jetzt sagen wir hier wieder B und A oder B und nicht B. So, und jetzt können wir hier die Klammern auch weg raushauen. Denn das sind ja jetzt alles uns. Oders. Die sind ja jetzt alle irgendwie gleichwertig. Und jetzt haben wir hier so eine komische Formel dastehen, die aber irgendwie uns noch nicht so ganz gefällt. Denn folgendes. A und A ist ja auf jeden Fall A. Das kann man auf jeden Fall easy verkürzen. Und jetzt haben wir hier ein B und nicht B stehen. Naja, B und nicht B kann nie passieren. Es ist immer eins, entweder es ist wahr oder es ist falsch. Also haben wir hier 0. Und dann haben wir hier verschiedene Oders. Das heißt, ein Oder 0 ist niemals, dieser Teil hier hinten kann niemals wahr werden. Das heißt, wir können ihn auch einfach rausschmeißen. Und das hier ist jetzt eure disjunktive Normalform. Das bedeutet, ihr habt jetzt umgewandelt vernünftig von der konjunktiven Normalform in die disjunktive. Okay, sehr schön. Wenn ihr jetzt eine vollständige Disjunktive bzw. vollständige Konjunktive wollt, dann müsst ihr hier noch was dranhauen, nämlich einmal A und B oder nochmal A und nicht B. Denn das hatten wir ja hier vorne. Aus dem A kann ein A und B oder A und nicht B. Das habe ich euch ja jetzt schon mehr als einmal gesagt. Und was wir jetzt sehen ist folgendes. Der Teil hier ist doppelt drin. Das heißt, wir brauchen ihn nur einmal. Schwupps, weg ist er. Und A und B ist dasselbe wie B und A. Das heißt, der Teil hier hinten kann auch weg. Und dann steht hier A und B oder A und nicht B. Und das ist quasi dasselbe wie das hier. Das ist jetzt Zufall. Aber ihr könnt es gerne nachrechnen. Es ist tatsächlich korrekt so. Einfach Wahrheitstabellen malen für das obere, wenn ihr euch nicht sicher seid, und für das untere genauso. Und dann könnt ihr das direkt nachprüfen und sofort sehen, dass das auch korrekt ist. Gut. Ja, dann sind wir schon wieder bei fast 15 Minuten und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.